Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 11.02.2020. Und ganz so viel brauchen wir eigentlich gar nicht sagen. Unser DAX hatte hier zum Freitag ja uns eine erste rote Kerze reingestellt. Er hat mal gestern das Bild drin mit dem unschuldig guckenden Hund. Ja, zum Montag ist unser DAX einfach nur eingepennt. Man kann das gar nicht anders sagen, wie es war. Also, das war ja so. So, gar nichts, was da an Bewegung, also das hat nicht dolle Spaß gemacht. Hochzu hat man gesagt, können da nochmal hier ein bisschen 510 kurz randupfen, dann nochmal runter hier in den Bereich 430, 400. Ich weiß gar nicht, wo wir im Tief waren, 445, irgendwie sowas rum, also unten nicht ganz erreicht. Dann wieder zurück, so war es auch erstmal gedacht, dass er hier relativ ruhig fällt. Ist für meinen Geschmack jetzt zum Abend ein bisschen weit hochgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier Turnaround Tuesday spielen will. Also eine lange grüne Kerze zum Dienstag raus. Nachdem er ja Montag, Freitag jetzt hier ein bisschen zurückgekommen ist. Wochenzyklisch würde das reinpassen. Aber momentan ist so viel Bewegung. So wenig Bewegung. So viel Bewegung, genau. Momentan ist so wenig Bewegung. Da traue ich ihm nicht so richtig, dass er sich jetzt hier nach oben durchgeschlagen gekriegt. Dafür war mir zu wenig Momentum in dem Montag drin gewesen. Ich fürchte, dass wir jetzt nochmal so einen Tag kriegen wie jetzt zum Montag auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nochmal so an die 560, 580 da hochlaufen. Von dort dann aber allerdings auch wieder runterdrehen und dort den nächsten Tag zur Seite stellen. Wir bräuchten wirklich eine kräftige Kerze, die dann hier rausdrückt über die 580, 600. Dann schafft es der DAX bis 640, 630 da oben. Und wenn er das schafft, dann schafft er es auch bis, also glaube ich schon, dass er das dann bis 47 schafft. Sie sehen das ja auch, wir haben hier einen sehr dynamischen Trend. Wir haben jetzt eine Korrektur, letztendlich sogar eine Flagge, müsste man sagen. Eine Flagge zur Seite gesehen, relativ deutlich. Das heißt, trendseitig ist auf jeden Fall relativ offensichtlich, dass hier was kommt. Und ich denke schon, dass man das anspielt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier jetzt Marktteilnehmer das Ding ein bisschen hochdrücken. Einfach weil sie nochmal jetzt so eine Bewegungswelle nach oben erwarten. Man sagt ja immer 8,85, was sind das hier? Aber das ist schon ordentlich, ja? 600, 700, 715 Punkte. 720 Punkte knapp sind das. Ne, und man sagt immer, dass das dann quasi in etwa sich daran orientieren sollte. Das heißt, wir haben hier 720 Punkte nach oben, ein bisschen Korrektur nach unten gesehen und dann könnten jetzt nochmal 720 nach oben kommen. Ne, und diese Chance, die nutzen auch größere Anleger. Also die tatsächlich die Kurse bewegen, nutzen dann sowas, spielen das nochmal an, weil sie sagen, okay, selbst wenn das plus 61, 50% von der Bewegung wären, lohnt sich das trotzdem. Also hauen die dann hier in so einen Flaggenbruch rein. Und deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Wenn da Volumen reinkommt, also wenn der Druck auch spürbar ist, wenn man merkt, dass da Geld reinkommt, ne, also nicht das, was jetzt hier zum Montag war, das war nicht Geld reinkommen, das war irgendwie zur Seite hampeln und in der letzten Stunde halt unter ganz geringem Volumen einfach ein bisschen den Kurs hochdrücken. Das ist nicht das, was ich meine. Ne? Aber wenn Sie sehen, der schiebt ja 8 Uhr, der schiebt 9 Uhr, der schiebt so schön oben raus. Und geht auch hier locker über die, also locker geschmeidig durch die 580 durch, dann würde ich schon denken, dass er so einen Bogen hier so, ne, dass er den Bogen hier so geschlagen kriegt, 740, 700, dann nochmal runter auf 530 vielleicht sogar schon, um einfach nicht nochmal so eine lange Welle nach oben rauszudrücken, muss er auch nicht, der DAX hat genug Zeit oben raus, jetzt vor allen Dingen, wo es so schön steht. Also ich könnte mir das vorstellen, wenn er oben rausdrückt, dass er wirklich den Bogen hier oben raussteckt, dass er ein gutes neues Allzeithoch auch setzt, also gut ein paar Punkte über das letzte drüber, das letzte notiert ja so etwa bei 13,640. Und hier schon so, ja, 740 bis 800 kann er schaffen, dann 5,30, das wäre stimmig, das würde passen. Sollte der aber, und das würde Stand jetzt sogar eher noch favorisieren, sollte der aber hier irgendwie wieder so komische Veranstalten machen wie am Vortag, glaube ich eher, dass wir nochmal sowas bekommen, wie wir das jetzt an den Tag hatten. Das heißt, wir können eigentlich den gleichen Fall nochmal mitnehmen und zwar in die Richtung, dass wir dann das so sehen. Ne? Das heißt, ein kleiner optimistischer Start ohne die 5,80, aber merklich zu überspringen, vielleicht so 5,65 rein, vielleicht. Ja, vielleicht nicht mal die 580, dann wieder da komplett zurück. 465 dort zur Seite. Das wäre jetzt das, was ich erwarten würde, einfach weil die Volatilität so gering ist, weil so wenig Bewegung war. Alles andere, was wir Vortag besprochen haben, können wir weiter mitnehmen. Wir haben hier unten zwei super interessante Zonen. Einmal die 330, nee, die
Doch, die 330 bis 290 hier und dann da unten die 245 rum. Das ist auch eine sehr interessante Zone hier, wo diese lange grüne Kerze anfing. Das ist ein interessantes Rücklauflevel. Sprich, wenn der DAX unter 400 noch fallen sollte, in der Nacht war er übrigens ja dran gewesen, ne? Also war schon im Nachttief hier unten. Ja, wenn er da drunter fallen sollte, denke ich schon, dass er ein bisschen stärker noch abgegeben wird. Aber jetzt muss er erstmal hier oben sich noch ein bisschen finden. Wie gesagt, ich erwarte jetzt hier vielleicht einen gleich positiveren Start. Also das gleiche wie am Vortag eigentlich. Ich erwarte eigentlich das gleiche wie am Vortag. So einen schönen Seitwärtstag, weil mir momentan hier das Volumen gerade fehlt. Gut. Ja, dann können wir auch schon zumachen. Ne, mehr brauche ich nicht sagen. Das haben wir erwähnt, wenn er da oben drüber geht, ne, dass sie das auch im Blick mit haben, dass große Marktteilnehmer gerne sowas spielen. Ne, große Bewegung, dann Konsolidierung, kleine flache Flagge. Super, super ideal eigentlich. Dann eben weiter oben raus. Das spielt man an und deswegen hätten wir das dann schon Chancen, bis 47 zu gehen. Also wenn er anzieht, wäre mein Kursziel oben 47. Zieht er nicht an, drückt sich nur dämlich zur Seite wieder, machte wieder nur so Fubbelei wie am Montag. Ich denke, Sie haben ja jetzt die Bewegung gesehen, wie die kam, wie gering und wie ausgeprägt die Kerzen auch waren. Wenn Sie sowas zum Dienstag sehen, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass das die gleiche Soße wird wie am Vortag. Gucken wir in den Tageschart noch rein. Das ist nämlich ganz interessant. Da hat er nämlich jetzt hier eine grüne Kerze reingestellt hinter die rote. In dem Sinne hält er sich auf hohem Niveau. Das ist schon wichtig. Das muss man nämlich sogar bullig werden eigentlich. Haben jetzt hier jetzt zwar einen Hanging Man stehen, aber der steht nicht am Hoch. Da würde ich der Kerze nicht zu viel Bedeutung zumessen. Auf jeden Fall wurden die Kursverluste, die über den Tag angefallen sind, mit einem Tief unterm vorherigen Tagestief wurde komplett wieder aufgekauft, über die Tageseröffnung drüber, allerdings auch unterhalb der Tageseröffnung vom Vortag. Das heißt, es ist einfach nur eine Inside-Kerze jetzt hier geworden, im Kerzenkörper der letzten, den Kerzenkörper reingestellt. Können wir nicht viel zu sagen, aber er ist eben nicht dramatisch eingebrochen, das heißt, es ist schon positiv zu werden, das ist bullig, ne? Weil der Markt nicht so schwach ist, dass er jetzt trotz dieser starken Bewegung massiv zurückkommt, das haben wir nicht gesehen, das heißt, es ist positiv, bestätigt eigentlich den intakten Aufwärtstrend, übergeordnetes bestätigt, dass auch Käufer auf hohem Niveau zugreifen, ne? Sonst wäre der Markt hier deutlicher zurückgekommen, Marktteilnehmer geben nicht stark ab, ja? Das heißt, wir können schon anhand der letzten 3 Tage messen, dass trotz, dass es unser DAX so deutlich jetzt wieder hochgezerrt hat, hier auch noch Käufer zugreifen und die Verkäufer nicht wegspringen. Das heißt, auf der Perspektive haben wir oben raus schon noch Chancen. Chancen im Sinne von 47 rum, 710 bis 730 und dann oben 811 und später auch 14.000. Das passt dann auch auf die Monatsanalyse. Ich denke, das haben Sie noch ein bisschen vor Augen hier. Die haben wir ja zum Jahreswechsel reingestellt und da haben wir gesagt, Mitte März wäre denkbar, dass wir oben Richtung 14.500 schlagen. Schauen wir mal. Dazu müsste der DAX jetzt auch mal das alte Allzeithoch brechen. Ob das jetzt zum Dienstag kommt, ich weiß es nicht. Ich rechne nicht zwingend damit, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es aus so einem Moment der Starre herauskommt, der Ruhe, wo viele dann eher die Volumenzahl erhöhen, um hier irgendwie die geringe Volatilität auszugleichen, dann knallt er richtig durch. Deswegen nehmen Sie das mal mit. Na, wenn der hier oben rausgeht, haben wir ja vorhin gesagt, sind durchaus Chancen bis 47 da. Okay, dann möchte ich hier nicht länger viel Zeit verlieren für den kurzen Tag, für die kurze Bewegung, die wir auch gesehen haben. Wünsche Ihnen viel Erfolg zum nächsten Tag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao.